Roy war kein Engel, Roy war auch kein Mönch. In einer Minute hat er sich ausgezogen, umgezogen und dann war er Gerd Höllerich, ein ganz normaler Mensch. Der Roy Black hat 20 Jahre hier gewohnt und als er dann gestorben war, haben wir seine Wohnung so behalten, wie sie ist. Roy hat ja eigentlich angefangen zu sammeln, denn wenn er hier gewohnt hat, hat er auch immer was mitgebracht und das war so viel nachher, dass wir das dann gemacht haben. Und dann sind wir auf den Gedanken gekommen, dann machen wir es doch jetzt so, dass jeder kommen kann und das machen wir jetzt 23 Jahre. Wenn man das 40 Jahre zurückdenkt, das muss man sich überlegen, so war damals das Wohnverhältnis überall. Und wir haben das so gelassen, wenn Tapete abgeht, die wird nur festgeklebt. Wir wollen das Flair dieser Wohnung erhalten. Wir wollen das Andenken an Roy Black behalten. Da haben wir uns ja die Frage gestellt, warum ist er nach hier hingekommen? Der suchte einen Anschluss in einer Familie. Und bei uns hat er sich wohlgefühlt.